Es gibt Filme, die brauchen unbedingt eine Fortsetzung. Phantomkommando, Deadpool, wirklich die großen Meilensteine der Filmgeschichte. Dann gibt's allerdings immer wieder normale Filme, die dann Direct-to-Video-Sequels spendiert bekommen, mit denen man eigentlich gar nicht gerechnet hat. Und so wurde aus Joyride mit Steve Zahn und Paul Walker dann plötzlich eine Trilogie, die NSM aber dankenswerterweise dann auch komplett im Mediabook veröffentlicht hat und da eben sogar dafür gesorgt hat, dass zumindest die beiden Direct-to-Video-Sequels ein eher einheitliches Spine-Design bekommen, wobei ich mich natürlich darüber aufregen kann, dass das Joyride 2 der Schriftzug nicht wirklich gut zentriert ist und so nicht passt zu dem vom dritten Teil, dass hier unten wahrscheinlich aus nachvollziehbaren rechtlichen Gründen das Regency-Logo fehlt. Das ist irgendwie zwecks Einheitlichkeit ehrlich gesagt ziemlich suboptimal gelöst. Aber wir wechseln auf das Cover-Artwork und da sehen wir einen Lastwagen. Einen, und das muss man, finde ich, wirklich in aller Deutlichkeit dazu sagen, nicht einmal besonders scharfen Lastwagen. Also für mich hat das Bild vor allem eben, wenn man das mit den Schriftzügen vergleicht oder eben auch mit dem Cover-Artwork vom dritten Teil im Mediabook vergleicht, sieht man, finde ich, wirklich relativ deutlich, dass dieses Motiv nicht allzu viele Details hat. Zwar hat man im Gegensatz zu anderen Cover-Artworks, die man schon auf Mediabooks gesehen hat, jetzt nicht unbedingt zwangsläufige Kompressionsspuren, aber ich glaube, es ist auch im Video relativ deutlich zu erkennen, dass wir von einem schönen, detaillierten, kräftigen und beeindruckenden Bild und Druck hier extrem weit entfernt sind. Schauen wir mal auf das Backcover. Wow! Finde ich sehr geil. Finde ich aus Prinzip schon einmal sehr geil, weil eben dieses typische Design von NSM mit Bild links und Text rechts, wie man es hier quasi bei jedem Titel macht, den ich jetzt hier einfügen kann, einfach einmal ein bisschen aufgelassen hat. Und bei Joyride 2 eben den Text durchgehend gemacht hat, hier mit der Kette quasi von der Kettensäge oder nehme ich jetzt einmal an, finde ich eigentlich ziemlich eine coole Idee. Das passt. Dann haben wir Bilder aus dem Film, Inhaltsangabe und so weiter. Beziehungsweise dann drinnen wartet einerseits dieses Motiv von dem Film als Disc Artwork, gefällt mir eigentlich sehr gut, muss ich echt sagen an der Stelle. Und das andere Motiv auf der zweiten Disc ist dann wieder das, das ich habe. Ja, auf der Größe sieht man das nicht ganz so. Nein, ein durchgehendes Artwork, sehr schönes, scharfes Bild, kann man sagen, mit eben den gestrandeten Leuten oder gewüsteten Leuten im Fall, beziehungsweise ein wirklich saugeiles Motiv hier auf dem Booklet vorne drauf. Das gefällt mir richtig gut. Und auch ehrlich gesagt, obwohl es sehr dezent ist und sehr klein ist, auch dieses Bild von dem Lastwagen gefällt mir sehr gut. Könnte ich mir auch als Cover vorstellen, da natürlich dann wesentlich größer und formatfüllender. Aber ist bis jetzt eigentlich vom Artwork her gar nicht einmal schlecht. Drinnen dann die gewohnte Mischung aus Text und Bild. Übrigens, klitzekleiner Hinweis an Shamrock. So geht das, wenn man quasi einen zweiten Teil von einem Film auch noch im Mediabook bringt. Es ist tatsächlich möglich, dass man einen Booklet-Autor bittet, ein zweites Booklet zu schreiben, das sich dann eben, oh surprise, um den zweiten Teil kümmert. Wow!